Jo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Sonne und Mond Video und wie ihr natürlich dem neuen Video entnehmen könnt, beziehungsweise dem Trailer entnehmen könnt, wird es wieder eine kleine Trailer-Reaktion geben, beziehungsweise werden wir auch dann über den Trailer reden, aber das werden wir dann natürlich dann danach im Einzelnen machen, also keine Panik, wir machen das alles schön normal. Und lassen mal einfach alle Informationen auf uns wirken. Ich denke, das können wir am besten, wenn wir den Trailer anschauen. Wir machen mal kurz die Lautstärke mal ein bisschen niedriger. Und dann sollte das Ganze auch gar kein Problem mehr darstellen. Und ich bin mal gespannt, was mich so erwartet. Also schauen wir uns das gute Stück nochmal an. Ich bin gespannt. Also ich weiß schon ungefähr, worum es geht, aber ich hab den Trailer noch gar nicht gesehen. Ich bin weitestgehend spoilerfrei, obwohl ich ja schon, wie gesagt, im Titel hier oben ja schon irgendwie gesehen habe, worum es geht. Aber ist ja auch egal. Schauen wir uns an? Wir schauen uns an. Atemberaubende Entwicklungen. Okay. Typ 0 entwickelt sich weiter zu Amigento. Die Fähigkeit Alpha-System. LOL. Okay. Amigentos Fähigkeit Alpha-System ändert beim Tragen von speziellen Items den Typen. Yo, Arceus. Amigentos exklusive Attacke Multi-Angriff entspricht immer seinem aktuellen Typ. Ja, wie Arceus Urteilskraft. Das ist cool. Miras entwickelt sich. Ja, das habe ich ja schon gelesen. Dass es sich zu Mediras und dann nochmal zu Grandiras entwickelt. Beides Drachenkampf-Pokémon. Ich glaube, bei beiden war die Fähigkeit kugelsicher. Also wie gesagt, dass sich Miniras weiterentwickelt, habe ich gelesen, aber nicht, dass sie dann so aussehen. Schuppenrasseln. Ein Drachenangriff, nicht schlecht. Frubbel entwickelt sich. Frubalia! Floraschild und Dösigkeit. Wow! Frujal mit Floraschild und Majestät. Wow! Okay. Das ist cool. Majestät, eine neue Fähigkeit. Majestät. Knirpfisch kann Wasserdüsen nicht einsetzen. Und Tropenkick. Cool. Und jetzt kommt Bundlebee. Honigmaul und Puderabwehr. Okay. Ja, das haben wir jetzt noch schon so einen Screenshot oder so einen japanischen Trailer kurz gesehen. Und dann noch, oh mein Gott, Slimer und Slimer bekommen eine Alola-Form. Alola Slimer kenne ich. Alola Slimer. Giftgriff und Völlerei. Alola Slimer. Da habe ich eben auch schon mit einer Abonnentin, Zuschauerin auf Twitter gesprochen und sie hat schon gesagt, Alola Slimer ist total auf Acid. Richtig krank, wie es aussieht, aber ich mag's. Lerne neue Trainer kennen. Myla. Mhm. Die Inselkönigin von Akala. Okay. Die scheint mal Gestein-Pokémon einzusetzen, was ich ziemlich cool finde. Und ein Captain, der auf Normal-Pokémon spezialisiert ist. Illima. Mhm. Ist das jetzt ein Er oder ist das ein Sie? Die Prüfung beginnt. Okay. Das heißt, es gibt mehr Captains. Es gibt mehr Captains, weil bisher kannten wir ja nur die Captains zu den Typen Wasser, Feuer, Elektro und Pflanze. Jetzt gibt es einen fünften. Heißt, es gibt weitere Insel-Captains. Okay, also wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann sollten wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen. Aber das werden wir jetzt nochmal kurz ein wenig genauer nachlesen, damit ich eventuell auch nichts Falsches sage. Also würde ich mal sagen, wir springen jetzt gleich mal rüber und schauen uns mal die Informationen an. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu den Informationen.
Infos, die ich dann für euch noch habe. Und zwar zeigt der Trailer neue Entwicklungen und Alola-Formen, haben wir bereits schon gesehen, und natürlich neue Trainer. Also, wie gesagt, nichts, was jetzt irgendwie nochmal neu wäre. Wir haben neue Weiterentwicklungen. Bei Amigento handelt es sich um die Weiterentwicklung von Typ 0. Ein gutes Hades, wenigstens heißt das Pokémon nicht Typ 1 oder so, sondern es ist Amigento, was schon mal ziemlich gut ist, weil Typ 0, sind wir uns mal alle einig, ist jetzt nicht so gerade ein toller Name. Aber hey, wir haben immerhin Amigento und es kann wie Arceus jeden von aktuell 18 verschiedenen Typen annehmen. Dafür benötigt es ein bestimmtes Item, das wir bislang noch nicht kennen. Außerdem besitzt es eine eigene Signaturattacke namens Multi-Angriff. Diese Attacke erhält immer den Typen, den auch Amigento gerade besitzt. Es ist 2,30 Meter groß und wiegt 100,5 Kilo und gehört zur Kategorie Modifikation. Vertraut Typ 0 seinem Trainer vollkommen, zerstört es absichtlich seine Kontrollmaske. Sobald es sich von ihr befreit hat, erhöht sich seine Initiative drastisch. Von der eingeschränkten Wirkung seiner Maske befreit werden Amigentos Sinne schärfer und es erhält seinen natürlichen Charakter zurück. Entschuldigung. Es besitzt ein wildes Temperament, gehorcht aber seinem Trainer, wenn es ihm wirklich vertraut. Um einen solchen Trainer zu beschützen, würde es sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Es heißt, Amigento wurde als Schutzmaßnahme gegen gewisse Bedrohungen erschaffen. Okay. Amigento wurde gegen Bedrohungen erschaffen. Vielleicht als Bodyguard oder als wirklichen, ja, ich weiß nicht, als Beschützer gegen die Ultra-Bestien. Die sollen ja eigentlich auch relativ stark sein, sonst wären es ja keine Ultra-Bestien, wenn wir das mal so nachgehen. Bei Mediras handelt es sich um die Weiterentwicklung von Miniras. Toller Name. Es erhält bei seiner Weiterentwicklung noch den Typ Kampf dazu und behält die beiden Fähigkeiten Kugelsicher und Lärmschutz. Wenn sich Miniras zu Mediras entwickelt, verlässt es seine Gruppe und beginnt ein Leben als Einzelgänger, um zu trainieren. Wow. Was für eine sad story. So, keine Ahnung, wenn sich Miniras dazu entscheidet, sich weiterzuentwickeln, kapselt sich einfach von seiner Gruppe ab und führt ein Leben in Einsamkeit. Es scheint sich immer an Orten aufzuhalten, an denen es kampfbereite Pokémon gibt. Mediras führt vor Kämpfen einen Tanz auf, bei dem es laut seine Schuppen rasseln lässt. Dadurch will es Stärke demonstrieren. Auf dem Höhepunkt des Tanzes stößt Mediras auf einen wilden Schlachtruf aus, um seinen Gegner herauszufordern. Seine Schuppen stellen einen ausgezeichneten Panzer dar. Deshalb muss sich Mediras auch wenig Sorgen um seine Defensive machen, während es den Gegner mit starken Angriffen überhäuft. Dies führt jedoch oft dazu, dass seine Schuppen Schaden nehmen und abfallen. Da sie jedoch sofort nachwachsen, schert sich Mediras nicht darum. Ganz im Gegenteil, Schuppen zu verlieren stellt für dieses Pokémon einen Beweis dar, wie verwegen es gekämpft hat. Nach einem Sieg prallt es oft mit seinen schuppenlosen Armen. Und dann kommt natürlich noch Mediras Weiterentwicklung, nämlich das Pokémon Grandiras. Und ist die letzte Entwicklungsstufe von Miniras. Es behält weiterhin die Typenkombination Drache und Kampf sowie die beiden Fähigkeiten Kugelsicher und Lärmschutz. Grandiras ist 1,60 Meter groß. Ganz ehrlich, ich meine, kann man das irgendwie größer machen? Nee, leider nicht. Habt ihr gesehen, wie groß Grandiras eigentlich ist? Ne, so hoch. Und dann ist Grandiras 1,60? Was? Das Vieh ist 20 cm kleiner als ich. Oh mein Gott. Okay. Und gehört weiterhin zur Kategorie Schuppentier. Außerdem besitzt es eine Signaturattacke namens Schuppenrasseln.
Durch das Rasseln seiner Schuppen erzeugt es beim Angriff ein lautes Geräusch. Anschließend sinkt seine Verteidigung. Ja, weil sie halt seine Schuppen verloren hat. Das haben wir ja schon bei Midiras gesehen. Midiras entwickelt sich zu diesem überwältigend starken Pokémon, sobald es sein rigoroses Training abgeschlossen hat. Grandiras kehrt an den Ort zurück, an dem es geboren wurde und wacht von weitem über die Miniras. Süß. Und so schließt sich der Kreis wieder. Einer traurigen Geschichte über Miniras, das sich von seinem Rudel abkapseln wollte, um zu trainieren, wurde stärker und kehrt als Grandiras wieder zu seinem Rudel zurück, um über die kleinen Miniras zu wachen. Wow. Also wenn ich jetzt weinen würde, würde ich jetzt weinen, aber ich weine nicht. Einer Legende zufolge soll der von glitzernden Schuppen bedeckte Körper von Grandiras dazu dienen, eine gewaltige Finsternis zu vertreiben, welche die Welt bedroht. Wow! Wow, 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 wow. Warte. Schon wieder ein Pokémon, das eigentlich wieder dazu da ist, die Welt zu retten? Ich meine, Grandiras ist immerhin ein cooles Pokémon. Es ist auch nicht irgendwie modifiziert worden, aber wir haben Amigento, das dazu geschaffen wurde, um Bedrohungen abzuhalten. Und dann kommt Grandiras und dessen Schuppen sorgen dafür, dass die große Finsternis vertrieben wird, welche die Welt bedroht. Wow. Angeblich sucht es den Kampf nur, weil es stark genug werden will, um über die Finsternis zu triumphieren. Cool. Bemerkt es, dass sich ihm jemand nähert, rasselt es drohend mit seinen Schwanzschuppen. An Kämpfen gegen schwache Pokémon hat es kein Interesse. Oh! Da fällt mir sofort wieder dieses Quiz ein, was dieser ältere Mann in Pokémon Kristall und ich glaube in Heart Gold und Soul Silver auch den Protagonisten gestellt hat, so von wegen, gegen was kämpfst du lieber? Gegen starke oder schwache Pokémon? Und ich glaube, wenn Grandiras sagen würde, ey, nur gegen starke, ich glaube, du würdest sofort diesen Test verlieren. Die mächtigste Kampftechnik, die Grandiras beherrscht, ist ein Aufwärtshaken, bei dem es seinen Arm mit viel Geschick und Wucht in die Höhe schwingt, um seinen Gegner in die Luft zu schleudern. Lässt es seine Arme nach oben schnellen, setzt es eine Kraft frei, die stark genug ist, die umgebende Landschaft nachhaltig zu verändern. Okay, sag mal, bist du jetzt, keine Ahnung, One Punch Man? So ein Hieb und dann BOOM! Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon, nämlich Bundlebee. Dieses Pokémon kannte man schon aus dem früheren Trailer, Infos gab es jedoch noch keine. Doch jetzt kennen wir mehr über das neue Pokémon Bundlebee. Es ist die Weiterentwicklung von Wommel und besitzt ebenfalls die Typenkombination Käfer und Fee und die gleichen Fähigkeiten Honig, Maul und Puderabwehr. Entschuldigung. Es ist 20 cm groß und wiegt 500 Gramm. Ich wollte gerade sagen 50 Gramm, nein, 500 Gramm. Und gehört zur Kategorie Hummelfliege. Gleichermaßen erhält auch Frubbel eine Entwicklungsreihe. Seine Weiterentwicklung heißt Frubaila und besitzt auch die Nonotypenpflanze sowie die Fähigkeiten Flora, Schild und Dösigkeit. Frubaila ist 70 cm groß und 7,2 kg schwer. Die letzte Entwicklungsform heißt Fruyal und besitzt ebenfalls den Monotypen Pflanze, jedoch besitzt es neben Floraschild eine neue Fähigkeit namens Majestät. Diese Fähigkeit ist so einschüchternd, dass der Gegner am Einsatz von Attacken mit hoher Erstschlagquote hindert. Heißt zum Beispiel so Sachen wie Turbotempo, Wasserdüse, Rückzughieb. Wenn man das gegen Fruyal einsetzt, kann man diese Erstschlagattacken nicht mehr einsetzen. Cool. Sie ist somit vergleichbar mit Knirpfischs Fähigkeit Buntkörper.
Frujal ist 1,20 Meter groß und wiegt 21,4 Kilogramm. Beide gehören der Kategorie Obst an. Und da sehen wir wieder, Leute, es ist Obst im Haus. Und neue Alola-Formen, nach den Korokoro-Leaks, die vor wenigen Tagen erschienen sind, nachdem in den Korokoro-Leaks, die vor wenigen Tagen erschienen sind, Alola Slimer vorgestellt wurde, wurde nun auch Alola Slimer veröffentlicht. Beide besitzen die Typenkombination Gift und Unlicht sowie die Fähigkeiten Giftgriff und Völlerei. Wie gesagt, also ich mag Alola Slimer. Klar, es sieht ein bisschen aus wie, als wäre ich auf dem übelsten Drogentrip, aber. Ey, ich mag's. Ich mag's einfach. Ich find's cool. Auch, dass es dann immer zwischendurch so seine Farben ändert. Cool. Gefällt mir. Ebenfalls wurden neue Charaktere veröffentlicht. Darunter auch eine weitere Inselkönigin namens Myla. An der Spitze Akalas, der zweiten Insel, die du während der Inselwanderschaften bereist, steht eine Inselkönigin namens Myla. Wie man es von jemandem, der bereits in so jungen Jahren zur Inselkönigin auserkoren wurde, nicht anders erwarten würde, ist sie außergewöhnlich talentiert. Dennoch pocht sie darauf, lediglich ein gewöhnliches Mädchen zu sein. Im Trailer kann man außerdem sehen, dass sie ein Nasgenäht besitzen wird. Der japanische Trailer zeigt, wie sie mit der Nachtform von Wolverock kämpft. Ich sag ja, die hat sich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Außerdem wurde ein weiterer Captain vorgestellt namens Elima. Captain Elima ist ein Experte. Und da haben wir es. Es ist ein Experte. Ein Experte. Nicht eine Expertin, sondern ein Experte. Im Umgang mit Normal-Pokémon. Er hat einen Abschluss der Trainerschule und wird von den dortigen Schülern als Held verehrt. Wow. Okay. Ja. Cool. Waren auf jeden Fall sehr coole Informationen, muss man sagen. Also am meisten gefällt mir natürlich Amigento, weil Typ 0 ist eigentlich auch schon ein cooles Pokémon, aber ne, Amigento, so ein Arceus-Abklatsch, wobei man jetzt immer warten muss, wie sich die Statuswerte so entwickeln. Also wir wissen ja schon mal, dass es extrem schnell sein wird. Und ich denke auch, es wird auch in den anderen Werten einen relativ guten Boost bekommen. Dann natürlich die Weiterentwicklungen von Miniras, die sind auch richtig cool. Dann die Wommel-Entwicklung, ja gut, sie war eigentlich schon, ne, man kannte sie schon, deswegen ist es jetzt nichts großartig Neues. Was aber überraschend war, war sowohl die Weiterentwicklung von Frubel, nämlich Frubeila und Frujal. Und Alola Slimog, also auch gerade das Design von Alola Slimog, ist speziell, aber ich persönlich mag's. Ich persönlich find's cool. Und jeder, der sich jetzt darüber aufregt, so, Alola Slimog sieht scheiße aus. Leute, Slimog ist ein Schleimhaufen. Was erwartet ihr? Und dann diese neue Inselkönigin Myla und den Captain Elima. Interessante Charaktere und ich bin auch mal auf jeden Fall gespannt, was uns da noch so erwartet in der Zukunft. Und ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt auch hier und bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr Meinungen zu diesen ganzen Sachen habt, könnt ihr sie auch gerne unten in die Videobeschreibung reinpacken und wir können auch gerne darüber diskutieren. Also macht's gut, Leute, haut rein und ciao.